Mein Name ist Mario Raunig, ich bin bei der World Direct verantwortlich fürs Marketing. Ich darf euch einen Tarek vorstellen. Hallo. Der Tarek ist unser Energieexperte und wir haben eine ganz besondere Challenge für euch. Vielleicht ganz kurz erzählt, was wir da machen hier am Standort in Sistrans. Wir sind ungefähr 65 Leute da am Standort. Sind eine 1-Tochter, 1-Telekom Austria-Tochter. Und wir bauen Softwarelösungen für kleine und größere und sehr große österreichische Unternehmen. Ihr habt es tagtäglich wahrscheinlich mit unseren Lösungen zu tun. Zum Beispiel, wenn ihr halt beim M-Preis mit der Bankomatkarte zahlt oder irgendwo Bankomat, mit der Bankomatkarte Geld abhebt, läuft es durch unsere Software. Wenn ihr bei McDonald's einen Burger esst, nachher sind unsere Energielösungen dahinter. Oder wenn ihr plant, in Urlaub zu fahren und euch auf der Website vom Außenministerium informiert, wo gerade Reisewarnungen sind oder wo es sicher ist oder was zu beachten ist, welche Impfungen zu tätigen sind, dann landet ihr auch auf einer Website, die wir gebaut haben und die wir auch betreiben. So, das war nur ganz kurz, was wir eigentlich grundsätzlich so machen. Aber heute wollen wir uns auf ein ganz spezielles Thema fokussieren. Wir haben eine intelligente Plattform gebaut, die nennen wir World Direct Grid-Plattform und die besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Tarek, erzähl uns mal, was das Ding eigentlich ist. Ja, gern, Mario. Also, wie schon gesagt, die Plattform besteht aus drei unterschiedlichen Teilen und zwar einmal der Basis-Layer, sozusagen, da geht es um die Hardware. Also, wir haben einen flexiblen Hardware-Controller gebaut, der besteht aus zwei Teilen, einmal dem Kommunikationsmodul und einmal dem Routing-Modul. Der Controller sendet dann die Daten, die er mit diesem Gerät austauscht, an unsere Serverinfrastruktur im A1 Rechenzentrum. Und das macht er normal über das A1 GSM-Netz, das besonders verschlüsselt wird in diesem Fall, um auch die Datensicherheit zu gewähren. So, mit dieser Kommunikationseinheit können wir dann unterschiedliche Sachen machen. Also wir können einmal Strom, Wasser, Gasverbrauch messen. Wir können Anlagen steuern, also Industrieanlagen oder Blockheizkraftwerke hoch und runter fahren. Wir können die Anlagen bündeln, können in gewissen Fällen Alarms absetzen, können auswerten, also dann reporten, analysieren, verwalten, integrieren und dokumentieren. Und um diese Aufgaben zu erledigen, baut die World Direct nur intelligente Softwarelösungen. Die haben wir dort oben drauf gesetzt. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch bei der Challenge, oder? Ganz genau. Das hat alles ganz schön kompliziert gelungen. In Wahrheit wollen wir die Challenge auf eine ganz einfache Geschichte runterbrechen. Und zwar, der Tarek hat euch diesen Controller vorgestellt. Und wie gesagt, der hat einfach ganz viele unterschiedliche Dinge, die man mit dem machen kann, vom Steuern bis zum Messen, bis zu allen möglichen intelligenten Smart-Home-Anwendungen auch. Und jetzt, der Tarek hat hauptsächlich über Industrie und B2B gesprochen, aber bei unserer Challenge wollen wir eigentlich woanders hin. Und zwar wollen wir gern, zeigen wir euch jetzt, wir wollen gern einen Boiler, Warmwasserboiler mit mehr Power oder mehr Intelligenz ausstatten. Unsere Challenge heißt, Boiler sucht Power und da geht es nicht nur um Energie, sondern da geht es hauptsächlich um Intelligenz und das ist unsere 48 Stunden Challenge an euch. Was kann man mit intelligenten Lösungen aus einem Warmwasserboiler, der eigentlich seit vielen Jahrzehnten immer gleich ausschaut und der eigentlich nichts anderes macht, wie Warmwasser aufzubereiten, was kann man aus dem Raum rausholen? Schauen wir es uns dann mal im Detail an. Wie können wir das Ding vielleicht noch zu Anwendungen nutzen, an die man jetzt überhaupt noch nicht gedacht hat? Beispiel, warum kann das Ding zum Beispiel nicht einen Rauchmelder integriert haben oder irgendwelche Alarmsensoren? In Richtung Home Automation, Smart Home. Das Ding braucht wahnsinnig viel Platz. Es stellt sich auch die Frage, natürlich formbedingt wird er ungefähr so ausschauen, wie er ist, aber muss der immer weiß sein? Kann das Ding vielleicht irgendwie flexibler gestaltbar sein? Also ganz viele Möglichkeiten, die sich da auftun, wo wir wirklich uns auf eure Anregungen freuen. Uns darf es freuen, Tarek und mich, ja. Wenn wir euch da betreuen können und wenn es uns ganz kreative Ideen gibt, wie die wir dann vielleicht umsetzen. Genau, die wir dann vielleicht umsetzen und wie der Boiler der Zukunft ausschauen kann. Okay, dann viel Glück und liebe Grüße aus Sistrans. Ciao.